Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Aktion Meppen mag dich, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Andachtsgottesdienst. Ich möchte etwas sagen zum Thema Fußball. Der Fußball, der hat ja eine ganz große Wirkung auf uns und ich denke, dass wir alle mit dem Sport sehr verbunden sind. In dieser Zeit der Corona-Krise kommt er natürlich gar nicht so zum Zuge. Viele Menschen sehnen sich danach, den SV Meppen noch mal wieder zu sehen oder ein Bundesligaspiel anzuschauen. Und ich möchte gerne so aus biblischer Sicht ein wenig sagen zum Thema Fußball. Fußball kann uns alle begeistern und anstecken. Er kann mit uns etwas machen in Begeisterung. Wir alle freuen uns darüber, wenn wir schöne Tore sehen oder tolle Spielzüge. Und mich fasziniert ganz besonders, wenn ich Spieler sehe, die sozusagen mit dem Ball tanzen können, die den Ball am Fuß kleben haben, die Kunststücke damit machen können. Und das fasziniert mich ungeheuer. Der mit dem Ball tanzt, dieses Attribut haben schon ganz viele Weltstars bekommen. Zinedine Zidane zum Beispiel oder Mesut Özil oder auch Neymar. Aber man kann auch ganz, ganz viele junge Straßenkinder sehen, die ein ungeheures Geschick an den Tag legen, um mit dem Ball etwas zu machen. Ich hoffe, dass auch unsere Sportplätze in Meppen bald wieder geöffnet sind, damit wir auch dort unsere Kinder wieder mit dem Ball tanzen sehen können. Jogo Bonito heißt das auf Spanisch. Papst Franziskus begrüßte einmal die argentinische Fußballnationalmannschaft in Rom mit demselben Satz. Fußball ist schön. Viele Dinge sind beim Fußball wichtig. Das Ergebnis vielleicht oder Fairplay oder auch ein Titelgewinn oder die Hoffnung darauf. Manchmal kommt es allerdings auch auf die Freude am Spiel selber an oder auf Menschen, die dieses Spiel spielen können, die ein besonderes Talent in sich tragen und dieses Talent bis zur Perfektion weiterentwickelt haben. Dazu passt ein Text aus dem Psalm 139, den möchte ich Ihnen gerne vortragen. In der Bibel steht er: Du siehst mich, Herr, und du kennst mich, denn du hast mich geschaffen, meinen Leib und meine Seele. Du warst es, der mich so fein verwoben hat im Leib meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich so herrlich geschaffen bin, so wunderbar. Deine Werke sind voller Wunder. Man kann fragen, ist das vielleicht etwas zu viel des Guten? Bei diesen in der Öffentlichkeit zum Teil als Fußballgötter verehrten Männern auf den grünen Rasen gleich an ein solches Gebet zu denken. Aber ich glaube, Beten ist etwas ganz Persönliches, eine persönliche, selbstbestimmte Grundhaltung und das ist meine große Hoffnung. Zwei Dinge, meine ich, sind wichtig, wenn wir ein solches Gebet sprechen. Im Leben und im Sport kann es uns helfen. Zum einen spüre ich, dass ich dankbar sein kann. Dankbar für einen Schöpfer, der mir Fähigkeiten verliehen hat, der mir Talente geschenkt hat. Und mit diesen Talenten darf ich arbeiten. Mit diesen Talenten darf ich auch trainieren. Da kann ich dem Schöpfer Gott danken, dass er mir so Wunderbares anvertraut hat. Und vielleicht spüre ich beim Danken noch mehr. Es ist nämlich eine tiefe Freude in meiner Seele spürbar, dass ich mich zur Ehre Gottes entwickeln und weiterentwickeln kann. Das können wir an vielen Sportplätzen erleben. Wenn Väter sich darüber freuen, dass ihre Kinder im Sport eine besondere Leistung vollbringen, dann jubeln sie innerlich und vielleicht auch äußerlich und fallen anschließend ihrem Kind in den Arm. Eine Mutter kann das übrigens genauso. Wir können also lernen, dass wir mit den Dingen, die Gott uns anvertraut hat,
fröhlich tanzen können mit seiner Schöpfung und mit all dem, was er uns geschenkt hat. Und ein zweites ist mir noch wichtig. Ein Gebet kann auch heilsam sein. Es kann vor falscher Verehrung bewahren. Manchmal kann einem der eigene Ruhm ja zu Kopf steigen und dann ist nur noch ein einziges wichtig in meinem Leben. Ein solcher Mensch hat dann seine eigene Seele tatsächlich verkauft oder sich selbst verloren. Es ist ein gutes Training, nicht nur im Sport, sondern für das ganze Leben, dass man dankbar ist, ob seiner eigenen Leistungen und Erfolge. Dankbarkeit vor Gott, das bewahrt mich immer vor Abstürzen. Es behütet mich sogar davor, als Fußballidol in den Himmel gehoben zu werden. Und das wiederum schützt dann auch die Fans. Auch die Anhänger dieser Götter machen sich manchmal abhängig und tanzen wie vor magischen Kälbern. Das Volk Israel in der Wüste konnte ein Lied davon singen. Sie haben sich damals von Gott abgewandt und sie fanden nur noch sich selber gut. Dabei war damals eigentlich fast gar nichts mehr gut. Also, ruhig mal auf den kleinen Argentinier hören, der schon als kleiner Junge auf dem Bolzplatz mit dem Ball getanzt hat. Dieser kleine Junge heißt heute Papst Franziskus. Und er sagt uns: Ich bitte Sie, den Sport als Geschenk Gottes zu leben, eine Gelegenheit, seine Talente Frucht bringen zu lassen, aber auch als eine Verantwortung. Dankbar sein für das, was Gott uns schenkt, das habe ich mitgebracht in einem kleinen Heftchen. Darauf steht Papst Franziskus zu sehen, wie er einen Ball balanciert, gleichsam mit ihm tanzt. Ich wünsche uns, dass wir uns bald wieder über den Sport freuen können, dass wir aber auch selbst merken können im eigenen Training, wie gut uns die Bewegung tut und wie gut es uns tut, Gott dafür Danke zu sagen. Ihnen wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund.